Was man nicht sieht, ist, dass so viele YouTuber halt so richtig krass Herzblut in die Sache reinstecken. Und es kommt einem dann immer nur so vor, als wären da einfach nur Videos produziert. Aber was alles im Hintergrund abgeht, und das habe ich euch ja jetzt versucht, in den letzten 20 Minuten hier mitzuteilen, das ist so viel mehr. Und das alles ist aber wiederum nur wegen euch möglich. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Mark. Es ist gerade eben, wenn ich diese Folge aufnehme, der Tag davor quasi, 1:30 Uhr nachts, und deswegen hoffe ich, dass ich dieses Video überhaupt halbwegs hinbekomme, denn es ist schon relativ spät und das ist jetzt auch der letzte Task, bevor ich schlafen gehe. Aber mir war es so ein bisschen ein, nennen wir es persönliches Bedürfnis, tatsächlich dieses Video jetzt hier aufzunehmen, denn ich möchte über ein paar Dinge sprechen und nebenher auch, wow, leggedy, und nebenher auch tatsächlich mal ein bisschen erzählen, was im Stream so gelaufen ist und alles eigentlich ziemlich cool. Das haben wir zum Beispiel alles im Stream gebaut. Das ist so eine Plattform, wo ich heute auch noch ein bisschen weiter bauen will. Und wir haben auch Sachen vorbereitet und werden jetzt gleich mit einem Ritual anfangen, wo wir auch schon alles vorbereitet haben. Hier unten der Raum schon fertig ist und so weiter. Und ich gerade einen übelsten Ohrwurm von Suicide Silence habe, aber das lassen wir mal beiseite. Ich möchte dieses Video nutzen, um gleich von Anfang an mal ganz dick und von ganzem Herzen Danke zu sagen. Mir ist vor kurzem mal wieder klar geworden, wie krass das eigentlich ist, was ich hier auf YouTube mache und dass ich fast 100 Diamanten habe. Nein, wie krass das hier ist, wenn man bedenkt, dass da draußen es tausende von Menschen gibt, euch, meine Zuschauer, meine Community, die sich diesen Scheiß freiwillig geben. Nee, im Ernst, ihr könntet so viel andere und vielleicht auch, ich will jetzt nicht sagen bessere, sonst würdet ihr nicht zugucken, aber ihr könntet so viel andere Dinge machen in der Zeit, und stattdessen zieht ihr es vor, mir beim Zocken zuzugucken. Zuzugucken, wie ich erkläre, wie ich irgendwas baue, über das Leben philosophiere oder über irgendwelche anderen Dinge nachdenke in Videos, irgendwas zusammenfasse. Ich finde es einfach wirklich beeindruckend und auf jeden Fall ein fettes Danke wert, wie viele auch nach Jahren immer noch mit aktiv dabei sind. Und ja, das ist einfach mal ein dickes Danke, das ich am Anfang hier loswerden möchte, wert. Musste einfach mal gesagt sein. Nee, im Ernst. Ich finde das beeindruckend. Und ich hoffe, man hört nicht den Ventilator. Und ich versuche euch ja im Gegenzug dazu, könnte man sagen, so viel wie möglich ja auch dafür zurückzugeben, indem ich so gut wie möglich Videos mache und versuche, mich immer weiter zu steigern und coole Dinge zu machen und so weiter. Und ja, ich wollte einfach nochmal Danke gesagt haben. Jetzt vielleicht ein bisschen zum Gameplay, denn das hier ist nicht nachkommentiert, wie man an meiner krassen Denkeslücke bei der Suche nach dem Wort Safari-Net gerade mal wieder sieht. Das hier ist live und im Stream vorbereitet habe ich unter anderem diese Chaser Safari-Netze. Das sind nämlich ganz, ganz viele Wither-Witches, die so gefangen wurden, dass sie nicht despawnen können, jedenfalls nicht auf natürlichem Wege. Und das möchte ich nutzen, um meine Blutfarm jetzt als nächstes aufrecht zu erhalten. That's the idea, my friends, oder so. Ansonsten unsere Blutrüstung und alles läuft noch sehr stabil. Auch das hier hinten sollte, das haben wir im Stream alles so weit gebracht, dass es wirklich funktioniert. Dann haben wir dem Basti noch ein paar, das kann ich vielleicht ganz kurz zeigen. Ein paar Witches, Wither Katzen hier reingesetzt, die wir alle Dinnerbone genannt haben. Weil er wollte ja unbedingt Katzen von uns. Jetzt hat er mir gesagt, mit denen kann er gar nichts anfangen. Juckt mich relativ wenig. Und jetzt werden wir da hochgehen in den Raum und dort diese Viecher setzen und sie dann die Magie passieren lassen. Aber davor gehen wir noch schnell schlafen. Ja, es ist jetzt, und das möchte ich neben dem Danke, und das ist vielleicht auch das bisschen weinende Auge sagen, es ist jetzt an der Zeit. Heute ist das letzte Mal, dass regelmäßig Mark kommt. Morgen wird es mit einem Mini-Projekt losgehen, über 10 Tage mit Basti und mir. Das kann ich so mal an der Stelle spoilern. Es wird ziemlich cool, ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Ja, das war so klar, dass sofort die Viecher hier rankommen. Es wird auf jeden Fall ziemlich cool und ich hoffe, die töten sich hier nicht gegenseitig, das könnte nämlich noch passieren.
So, und jetzt bloß raus hier. Okay. Okay, ich glaube, genau das, was ich vermeiden wollte, ist passiert. Nämlich, dass sie sich gegenseitig versuchen umzubringen. Das wäre dann jetzt ein herber Rückschlag, wenn das wirklich passiert wäre. Ich hätte gehofft, dass die irgendwie... Okay, ich glaube, das kann ich da unten vergessen. Die bewerfen sich jetzt gegenseitig mit Tränken, bis sie tot sind, glaube ich. Ich bin mir gar nicht sicher, was genau da passiert. Aber es könnte durchaus passieren. Ja gut, also wir lassen die da unten mal schnell und entwiddern uns wieder. Ja, das ist das letzte Mal, dass das wirklich regelmäßig mal Mark in dem Sinne kam und kommen wird. Weil es für mich jetzt losgeht mit der Vorproduziererei einfach auch andere Projekte kommen. Und ich hatte ja gesagt, und das ist ja auch eine der Ankündigungen, wo ich gleich noch drauf eingehen möchte. Okay, ich glaube, die bringen sich echt... Was ist denn da drin los? Wo kommt ihr denn her? Sind die noch im Spawner drin gewesen? Nee, die spawnen einfach natürlich. Aber die sind wirklich in diesem Raum hier. Keine Ahnung, wo das gerade herkommt. Auf jeden Fall, mein Experiment mit den Witches hat bis jetzt nicht so funktioniert, wie ich es mir erhofft hatte. Und das sind Wither Cats, die sind auf jeden Fall bösartig. Aber wieso genau werden die hier gespawnt? Ich verstehe das noch nicht ganz. Naja, okay. Also, zurück zum eigentlichen Thema. Ja, wie gesagt, also dieses Mini-Projekt und dann geht Varo los. Und ich hatte ja gesagt, dass ich in Zukunft mir diesen Stress nicht mehr so hart geben möchte mit so vielen Videos. Gerade nicht in der Klausurphase. Und deswegen ist es jetzt tatsächlich an der Zeit zu sagen, Mark kommt jetzt nur noch hin und wieder. Ist tatsächlich so. Die überleben aber ganz schön gut dafür, dass sie sich gegenseitig umbringen. Ich würde sagen, wir starten mal das Ritual. Zack, das hat gerade richtig Blut gekostet. Und jetzt haben die auch einen Grund, sich zu verletzen. Denn wie wir jetzt sehen, und das ist der Inhalt von diesem Video, haben die jetzt einen Grund, sich gegenseitig zu heilen. Und das tun sie auch schon hervorragend. Die leben jetzt hoffentlich lang genug. Also natürlich, despawnen können sie nicht. Sie ballern sich jetzt nur da unten mit Tränken zu. Und kriegen so richtig Schaden. Wir gehen mal kurz hier rein, um zu gucken, wie es denn hier aussieht. So. Okay, das sieht mir eigentlich relativ stabil aus. Scheint mir, als hätten die ihren Zustand soweit geheilt. Die bewegen sich auch nicht großartig, sondern sie produzieren mir einfach nur ganz viel Blut. Das ist das, auf was ich hinaus möchte. Und ich hoffe, dass das jetzt auch wirklich gut funktioniert. Das heißt, wir machen da jetzt noch einen Soundmuffer rein und machen dann auch zu. Wirklich schön, wenn man so wenig Schaden bekommt, dass man sich dann so schön bewegen kann. Wenn es nach mir ginge, würde ich tatsächlich Mark täglich trotzdem weiterbringen, trotz der Varo-Geschichte, die jetzt demnächst hier starten wird. Aber ich kann es zeitlich einfach nicht machen und da ist das Studium wichtiger. Und ich kann Varo in dem Sinne hier nicht verschieben und das, was Basti und ich noch vorhaben. Deswegen ist es eben so, wie es ist. Also das ist soweit beschlossene Sache. Und so läuft der Hase eben. Und es tut mir natürlich ein bisschen leid um Varo, um Mark, klar. Ich werde auch definitiv nicht aufhören und sollte ich in Varo zum Beispiel ganz früh rausfliegen oder sowas, wird es natürlich weitergehen. Und sollte ich nicht früh rausfliegen, geht es trotzdem weiter. Tatsache ist halt, direkt danach bin ich noch auf der Gamescom, dann 2 Wochen in Frankreich und stuff. Und bis ich dann wieder zurück bin und alles, es wird auf jeden Fall zu starken Unregelmäßigkeiten kommen. Das wollte ich einfach nochmal gesagt haben und euch vorgewarnt haben. Genau, und das zu dem Teil. Und jetzt möchte ich gerne noch ein bisschen auf Feedback eingehen. Und zwar zu Feedback zu zweierlei Dingen. Guck mal übrigens mein Blut an. Da sieht man ganz stabil, wie das hier ungefähr funktioniert. Das ist eine automatische Farm, was wir jetzt gerade haben. Die Wither Witches da unten heilen sich. Können nicht despawnen. Ja, man sieht es hier relativ gut. Sie ballern sich zwar gegenseitig Schaden rein wie sonst was, aber sie verlieren nie so wirklich viel Gesundheit, weil sie sich gegenseitig wieder hochheilen können. Zum Beispiel hier haben wir gerade eine Wither Witch, die ziemlich down ist, aber wir werden gleich sehen, dass sie ein Regeneration Potion oder sowas ähnliches fängt und dann wieder hoch genug kommt. Also sie verliert nie so viel Gesundheit, dass man sich ernsthaft Sorgen machen müsste. Jetzt ist sie schon wieder ein paar Herzen höher und so weiter. Zum Beispiel die hier ist auch ziemlich angeschlagen, gerade bei der Hälfte.
Aber wie wir bald sehen werden, wird sie sich wieder hochheilen. Also es gibt tatsächlich, es gibt so eine Zahl, auf die muss man kommen, wenn man so und so viele Wither Witches hat, dann können die nicht mehr sterben, weil die einfach sich gegenseitig immer so weit hochheilen, dass es überhaupt kein Ding ist. Ja, und wenn wir jetzt gerade gucken, wie viel Blut wir hatten, wir haben jetzt schon wie viel mehr, obwohl ich hier gerade, also man erkennt, glaube ich, auf was das hinausläuft. Und das ist eine automatische Blutfarm, wollte ich einfach nur mal so an der Stelle angemerkt haben. Ja, ich wollte auch Feedback eingeben, zum einen, und damit möchte ich vielleicht anfangen, für das Video, boah, ich muss gucken, wie das Zeug heißt, für das Video, in dem es um die Varo-News ging, weil das jetzt auch nochmal mit anderen YouTubern ich mich ein bisschen unterhalten habe, die auch bei Varo dabei sind und so, und meine Idee war ja, dass ich es quasi grundsätzlich allen verbiete, bis auf den Darky, weil er das bis jetzt immer ganz cool gemacht hat und auch seine Motive dahinter, soweit ich das gesehen hatte, wenn ihr das Video noch nicht kennt, dann guckt da einfach rein, soweit okay waren und da wollte ich es eigentlich so machen, aber jetzt nochmal, habe ich nochmal drüber nachgedacht und mich auch mit anderen drüber unterhalten und meine Denkensweise in dem Sinne war nicht schlüssig genug, muss ich leider sagen, denn es ist einfach so, dass wenn man jetzt sagt, okay, du erlaubst es einem, von dem du der Meinung bist, dass es cool ist und verbietest es allen anderen, dann machst du automatisch so eine Art Monopolstellung. Und gerade bei sowas, das natürlich so viele Klicks anzieht wie Varo News, und deswegen machen sie ja auch alle, ist das eine zu große Unebenheit, sage ich mal, zwischen den Kanälen. Und deswegen bin ich jetzt für mich selbst zum Schluss gekommen und werde auch daran festhalten. Wie gesagt, ich hatte ja euch in den Kommentaren gefragt und viele hatten mir so in dem Sinne zugestimmt von ja, mach doch so, hört sich doch gut an. Ich glaube allerdings, dass ich tatsächlich einfach nicht bis weit genug nachgedacht habe und dass tatsächlich die beste Möglichkeit, auch wenn es traurig klingt, ist, Videomaterial für Varo News auf meinem Kanal vollständig zu verbieten. Und ich denke, ich werde es tatsächlich so machen. Versteht mich und andere YouTuber, die das machen, bitte deswegen nicht falsch. Wir sind keine geldgeilen, arroganten Klicks-Spasten oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Es geht darum einfach vor allem um die Reichweite, die auf unehrliche Weise generiert wird. Jedenfalls mir geht es darum. Und was teilweise halt abgezogen wird von manchen Kanälen. Es sind wieder die wenigen oder die einigen oder wahrscheinlich sind es bei Varo News sogar sehr viele, die den Unterschied machen für alle dann. Und es ist einfach nicht tragbar. Ja, den Weg, der hoch darf er sich selber bauen. Es ist einfach nicht tragbar, was manche draus machen. Und dann, das war halt mein Gedanke, dass man es vielleicht einem erlauben kann, aber das ist halt wirklich eine nicht tragbare Stellung, dann es nur einem Kanal zu erlauben. Und ey, es ist echt so. Viele YouTuber haben von ihren Zuschauern ein bisschen Hass geerntet dafür, dass sie es den News-Kanälen nicht erlauben, aber ich habe meine Beweggründe genug argumentiert und werde mich von meinem Standpunkt wahrscheinlich nicht mehr abbringen lassen. Deswegen bringt es da gar nichts, jetzt zu argumentieren oder so. Ich denke, ich werde dazu tatsächlich übergehen, niemandem die Nutzung meiner Folgen für Newsformate zu erlauben. Mit der kleinen Einschränkung, dass ich das nur machen will während der Laufzeit des Projekts. Und das ist vielleicht eine ganz interessante Geschichte jetzt, weil ich danach die Rechte gerne den Leuten geben würde. Also wenn man ein Best-of zum Beispiel schneiden will oder sowas, danach habe ich eigentlich vor, das zu erlauben. Und der Gedanke dabei ist, dass man immer noch coole Videos machen kann oder so, halt nur nicht im Zeitraum des Projektes, weil das halt ausgenutzt wird. Das ist zum Beispiel so ein Gedankengang, den ich jetzt hatte. Auch wenn es mir natürlich leid tut um die News, aber man sollte das mal so sehen. Wenn man geile News macht, dann sind die auch geil, wenn man nicht die ganze Zeit das Videomaterial anders verwenden kann. Also das sollte man bitte auch mal im Hintergrund haben. Wer wirklich auf Videomaterial angewiesen ist, damit die News gut werden, der sollte es am besten sein lassen. Finde ich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber so sehe ich das zumindest. Also das vielleicht zum Feedback zu dem Video und dann das noch zum Feedback vom anderen Video.
Da ging es ja darum, was ich in Zukunft noch so vorhabe und so weiter. Oder auch da sind interessante Diskussionen aufgekommen. Und neben den Kommentaren, die wirklich überwiegend sehr positiv waren, was mich auch sehr freut, dass ihr, wenn ich zum Beispiel sage, hey, ich möchte jetzt mehr in die oder die Richtung gehen, dass ihr dann sagt, okay, wir sind da dabei, finde ich unglaublich stark und möchte ich mich an der Stelle nochmal bedanken, weil das ist nicht selbstverständlich. Also, dass man sagt, yo, cool, aber was weiß ich, zum Beispiel sowas wie bei Unge oder so, ungespielt, Gaming-Kanal, irgendwann ungefilmt, okay, jetzt nur noch Unge, macht eine Weltreise, macht gar nichts gerade mit Gaming und die Leute sagen trotzdem, yo, das ist zwar nicht das, weswegen ich dich eigentlich mal abonniert habe, aber hey, das möchte ich trotzdem gucken und bei mir ist es vielleicht auch ein bisschen genauso, weil ich bin auch nicht mehr der, für den da sich vielleicht mal abonniert wurde oder so und dann so sagen, hey, wir interessieren sich für dich als Person, für den Content, den du, oh, sexy, den du ehrlich mit bestem Gewissen und bester möglicher Qualität und allem drum und dran machst, das ist stark. Das muss man einfach mal so sagen. Deswegen danke auf jeden Fall für das positive Feedback. Danke aber auch an diejenigen Leute, die tatsächlich einen kritischen Kommentar geschrieben haben, weil mir solche kritischen Kommentare, solange sie konstruktiv und nicht einfach nur beleidigend oder belanglos sind, tatsächlich weiterhelfen, auch meine Denkensmuster, oh scheiße, das habe ich im Klaustern kaputt gemacht, Denkensmuster oder sowas in die Richtung zu, ja, manifestieren, das ist ein Scheißwort, man hört wieder, dass ich einfach kein Deutsch kann, so, mein Denkensmuster dazu zu verbessern, zu strukturieren und so weiter. Und vor allem zwei Kommentare fand ich ganz interessant. Und einer davon war, dass sich am Schluss doch wieder nichts ändern wird, weil ich sowas ja regelmäßig sage. Und tatsächlich hast du recht, am Schluss wird sich ja doch wieder nichts ändern. Hast du in dem Sinne recht, dass man vielleicht gar nicht mehr so viel Änderungen sehen wird, weil momentan zwischen Mark, Varo, wo ist da jetzt der Programmierpart, von dem ich geredet habe und so weiter. Momentan bin ich in der Klausurphase und so weiter und deswegen ändert sich da auch nicht wirklich jetzt dermaßen viel, aber ich bitte euch nochmal im Hinterkopf zu haben, dass es ist vielleicht auch, vielleicht muss man auch mal so sagen, wenn vielleicht ihr vorne dran nichts seht, ist es vielleicht für mich doch deswegen ein Unterschied, weil ich anders quasi in wie ich darüber nachdenke, anders rangehe. Zum Beispiel, was weiß ich, jetzt diese Folge mag, kommt morgen. Ich sitze jetzt hier nachts da, aber ich habe Bock drauf und deswegen mache ich die jetzt nachts. Nicht, weil ich mich gezwungen fühle. Das ist halt, das seht ihr gar keinen Unterschied, bis auf dass ich vielleicht ein bisschen lustvoller wirke oder so. Aber tatsächlich ist der Unterschied gewaltig. Solche Dinge gilt halt zu beachten und natürlich möchte ich trotzdem noch Let's Plays machen, das habe ich auch ganz deutlich gesagt. Das heißt, oberflächlich wird sich vielleicht nicht ganz so viel verändern. Es ist nur so, dass wenn es darauf ankommt, dass ich dann den Unterschied machen werde. Und das ist ja das, was entscheidend ist, meiner Meinung nach. So, das ist cool, das sieht auch gut aus, das können wir so lassen. Der andere Kommentar, den fand ich sogar noch spannender. Und da ging es darum, dass ich ja nie Sachen, die ich mir vornehme, zu Ende bringe. Und da möchte ich mal was dazu sagen, denn das ist auch ein Gedanke, den ich selbst hatte und unter anderem auch ausschlaggebend dafür, dass ich dieses Video überhaupt gemacht hatte. Denn du hast voll und ganz recht, in letzter Zeit YouTube, ich beginne Projekte und Ideen, ob jetzt Vira oder Tropic Jump oder x-beliebiges Projekt hier einsetzen, den Server, wo übrigens bald, wie gesagt, ein gesondertes Info wieder dazu kommt. Ich beginne Dinge und dann breche ich sie einfach irgendwann wieder ab. Und vielleicht, oder das heißt nicht vielleicht, sondern ganz sicher, ist das natürlich von außen alles andere als durchsichtig, nach welchen Kriterien ich das mache oder ob ich es einfach grundsätzlich nicht auf die Reihe bekomme, meine Videos mal bis zum Ende durchzuführen, salopp gesagt, ja. Und ich möchte einfach so ein paar Worte zu sagen, weil es nicht so ist, dass ich grundsätzlich es nicht auf die Reihe bekomme, Projekte zu organisieren, sondern meine Zeit ist mir für manche Dinge so schade, dass, oder so zu schade, oder ich verliere so Interesse an manchen Dingen,
Das Problem ist einfach, dass ich nie wirklich Zeit habe, mich auf Dinge zu konzentrieren. Das ist eines meiner allergrößten Probleme und das ist auch, wie gesagt, eine der Sachen, die ich in diesem Video angesprochen habe. Es sind immer halt so viele andere Sachen zu tun. Wirklich konzentriert an was arbeiten kann ich nie. Zum Beispiel einer aus meinem Netzwerk, einer der Netzwerk-Admins, guck mal, was wir gefunden haben, die alte Stelle vom Altar, hat das so gelöst, dass er sich einen Tag in der Woche freinimmt, wo er nur coole Sachen macht. Coole Sachen in dem Sinne, dass er halt wirklich was Cooles entwickelt oder so. Das ist eine ziemlich nice Sache, wie ich finde, und wäre vielleicht auch eine Lösung für mein Problem. Es ist halt schlichtweg so, dass ich manche Sachen wirklich, ja, Crafting Keys zum Beispiel, Mod, vor Anfang Februar, glaube ich, angekündigt, dass der kommen wird, inzwischen kaum was weitergemacht. Sieht es nach außen aus. Tatsächlich habe ich mehrfach die Sachen umgeschrieben. Das sieht man nur nicht so gut im Repository, weil davon nicht so viel hochgeladen ist. Aber wenn man da reinguckt in die Entwicklung, weil das ja Open Source ist, dann sieht man, dass es da in letzter Zeit Commits gab, dass da neue Sachen dazu kamen. Nicht viel Code-Änderungen, aber viel Gedanken, dass ich mir mal neue Umgebungen geladen habe und rumprobiert und so weiter. Das sieht man alles nicht, wenn man sich nicht nachguckt. Genauso zum Beispiel mein Let's Play Tool, das ich unbedingt machen möchte, wo ich die extreme Bereicherung da drin sehe für alle Let's Player und Gaming-YouTuber überhaupt. Natürlich nicht so die super krasse Bereicherung, aber eine gute Bereicherung. Das sind alles Dinge, die sieht man nicht, dass ich mir da Gedanken gemacht habe, dass ich immer noch dass ich wahrscheinlich das Tool komplett neu schreiben werde, um andere Aspekte hervorzuheben. Also es wird von der Idee her trotzdem gleich sein, klar, aber ich möchte andere Dinge da drin hervorheben, die momentan noch nicht so zum Vorschein kamen und die Usability merklich verbessern. Das sind alles Gedanken, die ich mir mache, der Weg von einem Gedanke, den ich habe, bis zum Prozess, wo ihr das erste Mal was davon mitbekommt und dann dem Moment, wo tatsächlich mal was fertiggestellt ist, der kann über Jahre gehen. Manche Dinge, die ich jetzt momentan mache, die Grundideen dazu hatte ich schon vor vielen Jahren, dass das kommt vor. Auf meinen Zetteln stehen immer noch Ideen, die sind Jahre alt. Das ist wirklich beeindruckend manchmal, wenn man sich das anguckt. Aber es ist die Wahrheit. Und deswegen sind wahrscheinlich viele Sachen, die ich mache, manchmal alles andere als schlüssig. Und da kann ich einfach nur sagen, wartet ab, was die Zeit bringen wird. Denn manche Sachen sehen vielleicht aus, als würde ich überhaupt kein Interesse dran haben. Und dann komme ich auf einmal um die Ecke. Was weiß ich, Tropic Jump zum Beispiel, habe ich mir schon mal Sachen wieder angeguckt, wie man das machen kann. Habe ich mir Konzepte aufgeschrieben, wie man das Ding verbessern kann und so weiter. Crafting Keys hatte ich gerade schon drüber gesprochen. Let's Play Tool hatte ich auch erwähnt. Server gibt es auch seit Ewigkeiten Neuigkeiten. Ich habe es bis jetzt nur schlichtweg nicht geschafft, mal ein vernünftiges News-Video dazu aufzunehmen. Seit 2 Wochen möchte ich das jetzt machen. Also es wird wahrscheinlich wirklich gebe ich auch offen zu, es macht wahrscheinlich auf euch von außen stehend, sage ich mal, öfters mal den Eindruck, dass ich unkonsequent bin und meine Projekte nicht zu Ende führe oder Sachen grundlos abbreche. Ich möchte aber einfach mal nur erwähnt haben, dass das tatsächlich nicht immer so ist. Und hinter all dem, und das ist auch einer der Gründe, warum YouTube so verdammt viel Zeit frisst, meistens nicht nur kurz formulierte, sondern wohl ausgeführte Gedanken stecken. Einfach so mal als Denkansatz, wenn ihr verstehen wollt, was und wie alles so abgeht. So, übrigens guckt euch mal an der Stelle, während ich jetzt das hier erzähle, mal im Hintergrund meine Blutleiste oben links an. Die ist inzwischen vollständig gefüllt und das ist tatsächlich die Wahrheit. Das ist ohne, dass wir irgendwas gemacht hätten und das ist die große Stärke von von hier dem automatischen Blutfarm. Weil wir können jetzt auch wirklich, wenn wir off gehen, einfach Sachen in den Autonomous Activator reinklatschen. Und es wird dann in Massen und nicht nur in Maßen produziert. Und das ist eine ziemlich große Stärke. Und das ist letztlich das, auf was ich auch hinaus möchte mit der ganzen Geschichte. Und jetzt habe ich schon ein bisschen überzogen. Und ich denke vielleicht auch, dass die Folge etwas ruhig an sich war. Aber ich wollte einfach, und das ist auch der Grund, wie gesagt, warum ich das hier heute Abend gemacht habe, mal strukturiert auf all das eingehen, was vielleicht in letzter Zeit so aufgekommen ist. Und mich wirklich nochmal, und das habe ich am Anfang vom Video schon gesagt, ich möchte es nochmal sagen, für all das bedanken. Weil gerade dieses Feedback jetzt und was weiß ich was, ist alles euer Verdienst, ja, dass ich mir solche Gedanken machen kann, dass ich mir solche Zeit nehmen kann. Ich möchte, wie gesagt, mehr auch in Entwicklung geben.
Hab mir gerade jetzt wieder vorhin Open Source Sachen angeguckt, weil ich Ideen für 3 Mods habe momentan, die ich auch gedenke umzusetzen. Das ist alles Sachen, von denen seht ihr so viel nicht. Und das ist übrigens auch der Grund, warum YouTuber sein meistens eine viel größere Arbeit ist, als ihr das seht. Wenn man nur hingeht, jeden Abend 2 Videos aufnimmt, dann ins Bett und was weiß ich und nicht wirklich auf Community eingeht, nicht wirklich sich Gedanken macht, dann ist YouTuber sein tatsächlich ein ziemlich einfacher Job. Das kannst du sogar neben einem Vollzeitjob noch hinbekommen, aber was YouTube sein halt wirklich bedeutet, und deswegen finde ich gerade auch den Verfall dieser Plattform durch die Kommerzialisierung und die vor allem nicht gerade gut ausgeführte Kommerzialisierung, denn das ging wesentlich besser, also traurig. Was man nicht sieht, ist halt, dass wirklich alle YouTuber oder, ich muss es anders sagen, was man nicht sieht, ist, dass so viele YouTuber halt so richtig krass Herzblut in die Sache reinstecken. Und es kommt einem dann immer nur so vor, als wären da einfach nur Videos produziert, aber was alles im Hintergrund abgeht, und das habe ich euch ja jetzt versucht, in den letzten 20 Minuten hier mitzuteilen, das ist so viel mehr. Und das alles ist aber wiederum nur wegen euch möglich, wegen euch nötig und wegen euch möglich. Und deswegen möchte ich zum Ende des Videos nochmal ein dickes Dankeschön sagen. Das war Marc für heute, man sieht es einfach hier, ne? Wir könnten einfach jetzt hier das Ding durchlaufen lassen, es wäre überhaupt kein Problem. Ich weiß gar nicht, was die da unten machen, wenn dieses Ding hier nicht mehr weiter voll ist. Auf jeden Fall haben wir jetzt so viel Blut, wie wir brauchen, bis in alle Ewigkeiten. Amen. Ich habe den Platz hier weiter fertig gebaut. Das war mir auch ein persönliches Bedürfnis. Schon seit Beginn von Marc träume ich von diesem Platz. Und jetzt habe ich ihn mal weiter fertig gebaut. Wie gesagt, in die Stream angefangen. Und jetzt beendet. Ein paar Sachen fehlen hier natürlich noch. Das möchte ich gar nicht leugnen, aber so alles in allem sieht es hier schon mal merklich geiler aus. Und ich freue mich auf die Redaktion von Paluten und Riol, wenn sie mal wieder aufnehmen und hier sind. Und ja, sage in diesem Sinne nochmal ganz schnell schlafen gehen. Übrigens hier, ne, das hier und alles. Das ist alles Singleplayer. Ich wollte es nur nochmal gesagt haben, da probiere ich auch wirklich rum vor den Aufnahmen. Das kostet alles Zeit, das ist alles Sache, dass man nicht sieht. Ich habe jetzt schon des Öfteren gehört, dass ich voll der Mod-Spezialist bin. Ich bin überhaupt kein Mod-Spezialist. Ich mache mir nur Gedanken dazu. Wie zu allem anderen auch. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zusehen. Diese vielleicht etwas emotionalere Folge. Aber ich hoffe, ihr habt was mitgenommen daraus. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.